Hi. Also, los geht's. Eine Runde klopfen für gute Emotionen zu Geld. Geld, was macht das? Was ruft das in mir hervor? Was sind meine Gefühle zu Geld? Sein Gefühl, das kann ich gar nicht richtig einordnen. Es ist so zwiespältig. Zum einen weiß ich, Geld gibt Freiheit. Geld ist was Wunderbares, Tolles. Und zum anderen kommt da eine riesige Angst. Angst vor Geld. Was mache ich mit Geld? Wie bekomme ich es? Wo geht es hin? Ich könnte es verlieren. Meine Familie könnte mich ausschließen deswegen. Es ist erlaubt, Geld zu haben. Darf ich so viel Macht haben über andere? Nur Reiche müssen teilen. Ich habe mehr verdient. Das Geld hat mich immer enttäuscht. Diese Enttäuschung, diese Wut, diese Ärger, diese Trauer. Geld hat vielleicht sogar meine Familie zerstört. Und all das lasse ich jetzt los. Und ich bin bereit, eine neue Realität anzunehmen, eine neue Realität zu sehen. Eine Realität, in der Geld mir Freiheit gibt, mich das Leben leben lässt, was ich mir wünsche. So wie ich auch das Beste für alle Menschen um mich herum erreichen kann. Wo Geld einfach ja, mich begeistert, mich anzieht und sich von mir anziehen lässt. Wo wir magnetisch füreinander sind. Und ich wähle, mich selbst zutiefst und komplett zu lieben, zu ehren und anzunehmen. Und das Geld auch, genauso wie jeden anderen Menschen. So, dann jetzt hier zwischen den Augen. Diese Wut. Diese Trauer. Dieser Ärger. Diese Enttäuschung. Diese Traurigkeit. All diese Gefühle zu Geld. Oh. Es ist mir einfach zu viel. Es ist zu viel. Ich weiß nicht, wie ich das bewältigen will. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Geld fühlt sich so schwer an. Ich bin so wütend auf das Geld. Ich bin so wütend auf reiche Menschen, auf Menschen, die Geld haben. Sie sollen mir helfen. Und es enttäuscht mich jedes Mal, wenn sie es nicht tun. Jedes Mal möchte ich mehr Geld haben, mehr von dem haben, was ich eigentlich verachte. Und so sein wie die Menschen, die ich nicht mag. Und ich merke, das ist falsch. So funktioniert es nicht. So kann es gar nicht funktionieren. Und das ist okay. Denn ich wähle in diesem Augenblick, meine Einstellung zu Geld zu ändern. Meine Einstellung zu Reichtum zu ändern und zu Macht zu ändern. Ich wähle,
jetzt das Geld anzunehmen. Ich wähle, die positiven Seiten des Geldes zu sehen. Ich wähle, dass ich mit Geld die Welt verändern kann, so wie ich es für richtig halte. Ich wähle, mich gut zu fühlen mit Geld. Und ich wähle, meine jetzige Situation komplett anzunehmen. Mit all den Hürden und Hindernissen, die da gerade sind. Es ist okay. Es ist, wie es ist. Und es kann sich ändern. Ich bin so offen für die Veränderung. Ich bin so offen für mehr Geld. Ich bin so offen dafür, mehr zu verdienen, mehr zu haben, mehr zu bekommen. Und ich bin so offen dafür, meine Einstellung zu Geld zu ändern, meine Einstellung zu Reichtum zu ändern. Ich bin offen dafür, Reichtum als etwas Wundervolles zu sehen. Reichtum als Quelle der Erfüllung zu sehen. Als Mittel zum Zweck, dass ich anderen helfen kann. Dass ich mehr Gutes tun kann. Für andere und für mich selbst. Und ich wähle, Geld in mein Leben zu lassen. Als Bargeld. Als ja, Eingang auf meinem Konto, ganz egal in welcher Form. Ich wähle, offen zu sein für Geld. Und ich wähle, Geld und Reichtum zu lieben, zu ehren und zu akzeptieren. Und mich selbst auch. Und auch jeden anderen, der Geld hat und den ich vorher beneidet habe. Ich löse mich von dem Neid und ich nehme jetzt die Liebe an, die Akzeptanz. Es fühlt sich so gut an, Geld zu haben. Es fühlt sich so gut an, dass das Geld zu mir kommt. Einfach so. Ich bin so bereit für ein Wunder. Es kommt. Ich weiß es genau. In Körper, Geist und Seele. Kannst du auch die Energie spüren? Oh, ich finde das so kraftvoll, wenn man das einmal wieder macht. Einfach so alles zu Geld nochmal zu erzählen, was man da fühlt, denkt, glaubt. Ich kann die Energie fühlen und ich wünsche dir, dass du es auch kannst. Und solltest du Hilfe brauchen, sag gerne Bescheid. Ich liebe es, über Geld zu reden. Tschüss!